1000 Rosen für Schwerin. Auf Einladung der privaten Marketinginitiative der Wirtschaft PMI und persönlich ihrer Leiterin Irene Wiens kam am Internationalen Frauentag der Serienstar Sherry Shepherd in die Landeshauptstadt. Mit im Gepäck 1000 rote Rosen. Schließlich ist Sherry Shepherd als das Gesicht der TV-Serie Rote Rosen deutschlandweit bekannt und beliebt. Die schönen Blumen wurden von den beiden Frauen mitten in Schwerin im Schlossparkcenter verteilt. Zahlreiche Fans kamen dabei auf ihre Kosten und auch für die Schauspielerin selbst war der Besuch ein wunderbares Erlebnis. Irina hatte diese wunderbare Idee. Irina ist eine Freundin von mir und wenn eine Freundin ruft, dann bin ich da. Ja, ich finde schön, dass sie gekommen ist und wir haben uns beide schon unterhalten darüber, dass es unglaublich viele Fans hier in Schwerin gibt und hätten wir gar nicht selbst so gedacht. Und so viele lachende Gesichter heute. Also, sehr schön. Ja, das macht gute Laune. Im Rahmen des 1000-Rosentages wurden auch extra die Damen von dem Schweriner Nahverkehr begrüßt und beschenkt. Organisiert wurde die Aktion von einem Mann, dem Chef der NVS Wilfried Eisenberg. Also einmal ist heute internationaler Feiertag, das heißt 8. März. Unsere Frauen sind unsere Schätze im Nahverkehr. Die haben ganz tolle Berufe und sind auch unser Aushängeschild. Und da haben die Männer gesagt, wir lösen sie heute ab. Und um 11 Uhr mit Betriebsrat und Geschäftsführung machen wir was Besonderes und das gehört heute dazu. Und das machen wir jedes Jahr. Am Abend desselben Tages durften die Fans mit Sherry Shepherd bei einem kleinen musikalischen Empfang auch persönlich ins Gespräch kommen. Mehr dazu in unserer nächsten Sendung am Dienstagabend.